Konnichiwa, ich begrüße euch zu einer weiteren Runde von Alan Wake. Also wir waren hier zuletzt gewesen, also gegen dieses Ungeheuer aus fettem Metall gekämpft haben. Und wir werden jetzt eine Runde Auto fahren. Das wird lustig. Echt? Hatte mich der Sonnenaufgang so gefreut. Wir blieben einige Stunden, um zur Mine zu kommen. Das Bergwerk war nicht mehr weit. Heute würde ich den Entführer treffen. Er würde mir Alice übergeben. Er musste es. Ein Ertrinkender greift nach dem Strohhalm. Jo. Okay. Können wir fahren? Weiterfahren? Jo. Schritt für Schritt, fast unmerklich, hatte ich begriffen, dass die Geschichte aus meinem Manuskript wahr wurde. Der Fortlauf der Handlung führte mich tiefer und tiefer in dunkle Gewässer. Man hatte mir Alice genommen. Barry war vermutlich eingesperrt. Ich war auf der Flucht vor dem FBI. Die ganze Welt war vom Dunkel übernommen und trachtete nach meinem Leben. Alles fühlte sich real an, klang aber auch nach einer Geistesstörung. Wirklich? Oh Gott, das Fallen. Können wir den fahren? Was für ein GTA! Auch mir gefällt der besser. Alter, das ist er noch gelenkiger. Was ist denn da? Ich habe irgendwie ein schlechtes Gefühl dabei. Nur ein wenig. Oh Gott. Ah, ich weiß, warte. Ich muss da wahrscheinlich erstmal was. Wow. Was triggern. Was ist das für ein Auto? Okay, es passiert nichts. Aus 12. Oh. Ups. Jetzt kommt man anscheinend entscheiden, ob man zu Fuß oder mit dem Auto fährt. Und hier wird uns wieder einen neuen Wagen bekommen. Okay. Und mal wieder eine Runde Radiozeit. Hier spricht Batman und ihr hört KBFFM. Freunde, ich möchte mich dafür entschuldigen, dass ich euch gestern diesen Song in Dauerschleife überlassen habe, aber ich wurde aufgehalten. Wisst ihr, ich bin jemand vom FBI über den Weg gelaufen, dessen Finger förmlich am Abzug festklebte. Dem müsste man mal gute Manieren beibringen und in den Hintern treten und nicht unbedingt in der Reihenfolge. Ich weiß, das sind nur magere Infos und dafür entschuldige ich mich. Ich sollte vielleicht wirklich die Klappe halten, aber ich bin gerade so angesäuert. Denn ehrlich, manche Menschen sollten einfach keine Dienstmarke tragen.
Ich bin auch froh, dass Sheriff Breaker da war, um die Dinge glatt zu bügeln. Und falls jemand zuhört, den ich gestern Abend getroffen habe, dann tut es mir leid, wenn sie mein Mundwerk in Schwierigkeiten gebracht hat. Und ich bin mir ziemlich sicher, Sie sind hier nicht der Böse. Alles Gute, Junge. Und ich hoffe, Sie wissen, was Sie da tun. Und nun zu etwas Erfreulicherem. Unser Gast den ganzen Morgen lang ist Dr. Nelson. Aber zuerst etwas Musik. Ja. Also es scheint, ohne zu jetzt wirklich wollen, immer noch auf unserer Seite zu sein. Immerhin. So. Ah ne, wir fahren hier mit den anderen noch weiter. Der ist cool. Den kann man so schön driften. Okay, let's go. Oh. Wunderbar? Hm? Nee, das machen wir nicht. Nee. Oh. Wo hat der seinen Führerschein gemacht? Ist das die Stelle? Nein, wieder. Uiuiui, was haben wir denn da? Wieder einen Kontrollpunkt erreicht. Junge, wir treffen hier so viele Kontrollpunkte. Und ist das unser Ziel sogar? Anscheinend. Und nochmal ein Radio. Willkommen zurück auf KBFFM. Hoffentlich hat euch das Lied gefallen. Doktor, Sie sprachen über das Leben und darüber, wie man jemand Besonderen findet, einen Seelenverwandten. Naja, Sie haben darüber gesprochen. Ich sagte, dass ich nicht daran glaube. Wissen Sie, das erstaunt mich, denn ich hielt Sie immer für einen hoffnungslosen Romantiker. Sie haben mich erwischt, Pat. Aber ich glaube, Liebe findet sich dort, wo man nach ihr sucht. Und es bedarf einer Menge Sucherei, so viel ist sicher. Aber die Vorstellung, dass dort draußen diese eine besondere Person auf einen wartet, und wenn man die Chance verpasst, ist sie für immer weg und man bleibt auf ewig unvollständig. Ich meine, ist das nicht deprimierend? Oder vielleicht sogar kindisch? Es schwimmen eine Menge Fische im Meer. Und scheinbar hat der Fischer für jede Situation ein Gleichnis parat. Aber ist das, was Sie sagen, nicht etwas drastisch? Nein, ich sage, dass die Hoffnung, eine solche Verbindung zu jemandem aufzubauen, nicht auf einen Zufallstreffer beschränkt ist. Inwiefern ist das drastisch? Naja, das ist ein tröstlicher Gedanke. Ich möchte gerne etwas Persönliches dazu sagen. Okay. Also, es ist nicht so, dass ich es zwangsläufig anders sehe als Sie, aber ich kann das nicht in Einklang bringen mit dem, was ich fühle oder was ich für jemand anderen gefühlt habe. Denn sie war die eine, wirklich. Und sie... Ich habe zugelassen, dass sie sich von mir entfernt. Vielleicht habe ich nicht hart genug daran gearbeitet, wer weiß. Aber seit damals, und es ist lange her, aber seit damals hat es niemanden mehr gegeben. Niemanden wie sie. Und ich sage damit nicht, dass ich ihr nachhänge oder mich nicht davon gelöst habe. Ich mag mein Leben. Ich lebe nicht in der Vergangenheit. Aber ich vermisse, wie sie mich vervollständigt hat. Mit dem Herzen kann man nicht diskutieren. Tut mir leid, Freunde. Ich habe gestern Abend etwas Beängstigendes erlebt und sagen wir mal so, das hat einiges in mir losgetreten. Ja, wenn so ein paar Kugeln an deinen Kopf vorbeifliegen, ja, gut möglich. Dass man dann ein wenig so über gewisse Dinge nachdenkt und warum fliegt sie fast auf deine Mund? Jetzt sehe ich, es qualmt schon. Das ist unsere Raserei. Ja, also dann werden wir halt mal etwas schicker fahren. Scheint, dass ich nicht schuben kann. Schade. Was haben wir denn da? Ich glaube, ich würde jetzt hier alles mal untersuchen. Ich habe auch die Vermutung, wir kommen eh nochmal her. Ich weiß nicht. Dass wir hier uns durch allen möglichen Gebieten nochmal durchkämpfen müssen. In der Nacht.
Schön gut. Sieht mir so abgebrannt aus. Oder? Was meint ihr? Ein Manuskript. Da gucken wir doch gleich mal rein. Mort war enttäuscht, als er den Schreiber auf der Fähre ausspionierte. Sein Boss hatte Wake als etwas Besonderes dargestellt, aber Mort war nicht beeindruckt. Er hatte aber einen Blick auf die Frau geworfen und sie gefiel ihm wirklich. Mort hatte davon geträumt, Wake in einen Kampf zu verwickeln, doch das war nicht passiert. Aber er würde noch herausfinden, ob der Schmierfink was drauf hatte. Das hatte man Mord versprochen. Okay. Ich glaube, dahin müssen wir, oder? Nee. Ich glaube, das wird eine ziemlich eintönige Folge. Wo ist unser schicker Wagen? Da hinten. Ich glaube, das ist gerade wieder zu schnell eingestellt. So. Ups. Wo? Der kann auch so schön drüften. Zu früh. Ich sollte den Entführer um 12 Uhr im Hauptgebäude treffen. Das Bergwerk lag still da. Es war jetzt ein Museum. Ich stelle es mal so, ich weiß nicht, schon mal fluchtbereit mal hin. Ich glaube eh nicht dran. Aber man weiß ja nie. So, wir gucken uns mal das Museum an. Lesen. Obwohl das Gebiet schon früher besiedelt war, ist die eigentliche Entstehung der Stadt Bright Falls, die Gründung der Bright Falls Mining Company und der Eröffnung der White Falls Bergwerks im Jahre 1878 zu verdanken. Obwohl die Arbeit hart und gefährlich war, arbeiteten viele Einwanderer, unter anderem Deutsche, Polen, Italiener, Finnen und Schweden im Bergwerk. Ja. Und da ist auch eine Thermoskanne. Oder Thermosflasche. Aber ich lese jetzt hier alles nicht. Für euch werde ich mal anklicken, damit ihr mal kurz Pause machen könnt und dann könnt ihr das selber mal durchlesen. So einfach. Ja. So. Oh, Manuskript. Oh, das habe ich beinahe übersehen. Habt ihr bestimmt von Weitem gesehen. Du mal da. Hast vergessen. Sarah im Radiosender. Als Nightingale weg war und der Nachtwind durch das kaputte Studiofenster hereinwehte, starrte Maine Sarah an. Der Sheriff schaute weg. Maines Stimme bebte vor kaum beherrschter Wut. Der Knabe ist mehr mit Saufen als mit Denken beschäftigt. Ich hoffe, Sie wissen, was Sie tun, Sarah. Er hat einen kranken Blick. Mein Wort darauf, er ist nicht grundlos hinter Wake her. Dahinter steckt nichts Gutes. Tja. Gut möglich. So, da könnt ihr nochmal lesen. Nehmen wir einfach mal kurz Pause drückt. Oh Gott. Das sieht nicht gut aus. Ich wollte nicht nach draußen. Die Cops mussten nach mir suchen. Durch die Mittagssonne war es heiß hier. Der Tag zog sich dahin. Ich ging im Kopf verschiedene Szenarien durch, wie ich den Entführer foltern würde, um an Alice zu kommen. Oder ich überlegte, was er ihr angetan haben könnte. Ich stellte sie mir tot vor. Ich konnte nicht wissen, ob sie noch im Leben war. Es machte mich wahnsinnig. Pure Verzweiflung trieb mich an. Es war alles Zeitverschwendung. Der Mistkerl würde nicht auftauchen. Ah, und jetzt haben wir die Nachtsituation. Wo stecken Sie denn?
Plan eingerungen. Sie wissen, wo der Mirror Peak ist? Das ist der große Berg nördlich von Ihnen. Folgen Sie dem Pfad von der Mine aus, dann können Sie nicht verfehlen. Dort ist ein Aussichtspunkt. Ich warte dort. Ich hab's satt, herumgeschickt zu werden. Sie wollen Ihre Frau doch lebend wiedersehen. Wenn ja, achten Sie besser darauf, wie Sie mit mir sprechen. Haben wir uns verstanden? Ich will mit Alice sprechen. Ja, und ich will das Manuskript. Lassen Sie mich nicht warten, Wake. Hallo? Hallo? Ah! Ich bring ihn um! Ich musste zum Mirror Peak. What the hell? Ich war nah dran. Vielleicht näher als je zuvor. Was? Was? Was war das? Muss ich hier runter? Ja, scheint so. Au. Was war das? Puh. So, hier haben wir noch jede Menge Materialien. Oh, wir sind schon mehr als voll. Okay. Oh Gott. Und das Skript. Okay, gibt's jede Menge Revolver-Munition. Wir leisten kurz mal Akkuladen. Ja, wenn ich so nur gerade ruhige Phase habe, können wir mal den Akku mal kurz mal erholen. Komm, lad mal schneller. Blendgranat, jawohl. Mal umschauen, immer umschauen, nicht, dass wir was übersehen. Hey! Das war gerade ein wenig unfair, auf mich einzuschließen. Hallo? Jemand hier? Thank you.
drin. Ah, da oben. Ah, hier kommt nicht rein. Raus. Ah. Was für Noobs. Ha! Mich kann man nicht ausrenken. Okay, die Strommeldungen sind sehr stark unter Spannung. So. Boah, ich bin immer noch irgendwie geschockt von denen. plötzlich ein lauten Geräusch, der da war. Junge, Junge, Junge. So, hier gibt's nix. Hallo? Was war das? Okay, kommt alle zusammen. Ich gehe. Tschüss. Seite des Wahnsinns. Okay. Das sieht mir etwas nach speziellem aus. Ich sage einfach mal, bevor wir diesen Spaß hier antreten, sage ich einfach mal, tschüss, bis zum nächsten Mal. Also wenn euch das gefallen hat, dann schaltet mal beim nächsten Mal wieder ein. Diesen Spaß hier werden wir uns natürlich im nächsten Video antun. Bis dahin, tschüss.